Vor 40 Jahren wurde Bruno Kreisky als Bundeskanzler angelobt. Grund genug, um über diesen Mann, seine Politik und ein mögliches Kreisky-Prinzip zu diskutieren. Landesparteivorsitzender Josef Ackerl erinnert sich. Was uns an diese Zeit erinnert, ist einfach eine Persönlichkeit, die die Sozialdemokratie gelebt hat, die Sozialdemokratie verkörpert hat, jemand, der Menschen vermitteln konnte, dass jeder Einzelne wichtig ist, ein Mensch mit einer Aura, mit einem Charisma, wie ich es in der österreichischen Innenpolitik nie mehr erlebt habe. Unter der Leitung von Sabine Fürst vom ORF Oberösterreich sorgten der ehemalige Finanzminister Ferdinand Latziner und der Wirtschaftsjournalist Christian Ortner für eine lebhafte Diskussion. Dass wir ein paar Milliarden mehr Schulden, weniger schlaflose Nächte bereiten, als ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr bereiten. Damit hat er auch eine klare Botschaft transportiert. So, das Geld kommt schon von irgendwoher, macht euch keine Sorgen. Mir sind eure Arbeitsplätze wichtiger, als wo das Geld herkommt. In einer Zeit, in der die Unternehmer nicht investieren, in der die Konsumenten nicht konsumieren, in der die Sparquote steigt, es in Wirklichkeit nur zwei Möglichkeiten gibt, zu einem stärkeren Wachstum zu kommen. Das eine ist der Export und das andere sind erhöhte Staatsausgaben. Sich nur auf den Export zu verlassen, ist ein bisschen schwierig. In Anbetracht einer Staatsverschuldung, die schon deutlich über den Grenzen ist, die gemeinhin als akzeptabel gilt, halte ich die Aufnahme zusätzlicher Schulden, um zu bauen oder in die Infrastruktur zu investieren, für nur sehr begrenzt verantwortbar. Ohne dass jetzt massiv gegengesteuert worden wäre, wäre zweifellos das gesamte Finanzsystem kaputt. Es kommt natürlich auf die Dosierung an, wie beim Herrn Paracelsus. Allein wenn man die Subventionen in Österreich auf das EU-Niveau absenken würde, könnte man, ich glaube, 2 Milliarden Euro oder so in der Gegend im Jahr lukrieren. Ich wünsche Ihnen nur viel Glück dabei. Die Landwirtschaft gehört zu den am höchsten subventionierten Zweigen in Österreich.